Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gerade die Haare ein bisschen gemacht und gleich wollte ich in die Stadt, weil ich da jetzt noch irgendwie eine Hose abholen muss bei so einer Änderungsschneiderei. Dann muss ich was für meine Mutter abgeben und da wollte ich mal Brötchen holen. Genau. Das Komische ist, also gestern Abend habe ich eine Nachricht bekommen, dass ich diese restliche Woche frei habe, weil jemand, also aus Krankheitsgründen, die Stelle, wo ich arbeite, geschlossen ist. Und jetzt habe ich jetzt heute Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag frei. Musste jetzt nur 2 Tage arbeiten. Ist auch in Ordnung. Aber ich mag es gerne, Routinen zu haben. Also ich freue mich auf die Arbeit. Das macht mir ja Spaß. Und aber so ist das Leben, ne? Was wollen wir machen? Jetzt werde ich mich ein bisschen schminken wieder, weil gestern habe ich mich ja auch geschminkt und ich fand es ganz schön. Okay, wenn es jetzt nicht perfekt ist, ist klar, das bin ich. Und aber trotzdem werde ich mich heute ein bisschen schminken und dann gleich losgehen. Genau. Bis gleich. Mal eben. So, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich wollte euch eigentlich mitnehmen, ein bisschen durch die Stadt, aber es war alles nicht so schön da. wie gesagt, ich habe meine Hose geholt, die war musste umgenäht werden. Nee, umgenäht? Nee, ich glaube, ja, genau. Neuen Reißverschluss brauchte rein, musste rein, genau. Aber der war halt beim Schneider und deswegen werde ich es trotzdem vorher nochmal
waschen. Das bin halt ich. Ist nicht so schlimm. Zack. Die kleine Ratte, du. Also, gestern kam ja meine Mutter und hat mir die ganzen Jacken gebracht. Und die werde ich auch gleich zeigen, alles. Aber heute ist so ein blöder Tag. Und zwar habe ich gestern Abend gedacht, juhu, ich kriege meine Tage. Klar, es sind 5 Tage, es war später, 5, 6 Tage, aber okay, ich bekomme sie. Ich habe vor 2 Monaten, also im September, hatte ich die gar nicht bekommen. Und auch ziemliche Unterleibsschmerzen gehabt. Und auch so ein Vorfall war das abends. Dann tat mir die rechte Seite, untere Seite, so ein bisschen weh, so da, wo das Eierstock ist. Glaube ich zumindest, dass da der Eierstock ist. Also, und dann tat das mir sehr weh, dass ich sogar nachts, es kann auch psychisch sein, klar, aber ich habe so gezittert und es hat, also ich habe auch eine Schmerztablette genommen, aber trotzdem war es sehr unangenehm. Und danach, also im Oktober, Anfang Oktober kam sie ja dann wirklich sehr stark, also auch mit Schmerzen, dass ich dann halt übel wurde, ne? Und, es war lange, lange Zeit nicht so, dass mir dann so intensiv Schmerzen hatte. Und jetzt ist es wieder so, dass ich gestern Abend gedacht habe, juhu, schon ein bisschen gedacht, okay, sieht anders aus als normal. Ist halt so, ja. Und ja, und heute Morgen war es dann wieder so halb noch ein bisschen da. Und jetzt weiß ich nicht, ich war nicht auf Toilette. Aber das ist halt immer so eine Sache für sich. Es ist unheimlich ein bisschen. Klar, ich müsste mal langsam wieder zum Mäuschen. Ja, mal wieder zum Frauenarzt. Ich war jahrelang nicht mehr da. Aber es ist ein bisschen unangenehm, auch wenn es eine Frau ist. Und ja, aber ich glaube, ich müsste echt mal wieder. Ich habe auch schon ein paar versucht, neue Frauenärzte zu finden hier in der Umgebung. Leider hat es nicht geklappt. Die eine, die nimmt erst wieder 2023 Leute an und die anderen so wollten mir einen Termin bei einem Mann machen. Also beim Mann brauchen mich gar nicht anfangen. Bei der Frau okay, aber beim Mann, ich hatte meine erste Untersuchung bei einem Mann und das war mir so unangenehm. Klar, der war älter, da alle schon gesehen, ne? Oder die Frau ja auch, natürlich, klar. Aber das war mir so unangenehm, dass ich dachte, nee, lass mal sein. Ja, aber bald müsste ich, glaube ich, wieder mal wieder hin. Wenn das nicht besser wird. Wenn es jetzt wieder normal, Zyklus kommt wieder, wird es ein bisschen normaler. Klar, liegt es auch am Gewicht, das ist mir auch klar. Aber es wird schon irgendwie. So, jetzt habe ich hier meinen Adventskalender von Haribo von meinen Eltern, also meiner Mutter bekommen. Ja, jetzt habe ich jetzt insgesamt 2. Das reicht auch, ne? Genau. Sonst war ich ja in der Stadt und bei Real und Rossmann und DM. Also Rossmann wollte ich das haben, was es bei DM gab, nur. Ich zeige euch gleich. Hier habe ich einmal Snack-Tomaten. Und ganz viel von den reduzierten Sachen. Hier habe ich einmal Hähnchen-Mortadella. Oder dann irgendwie solche Frischkäse-Zubereitung mit Paprika. Okay. Dann haben wir hier Mini-Cabanossi mit Käse. Keine Ahnung, wo ich die jetzt mitgenommen habe. Mäuschen, guck nicht so. Findus? Findus? Hallo? Ich sag's dir, guck nicht so. Die Blicke, der schon so guckt, dann ist er schon im Angriffmodus und da habe ich echt keine Lust zu. Dann habe ich hier Käsewurst. Ja. Und hier noch so Käsewurst und noch irgendwas anderes. Salami-artiges. Sehr viel. Das sind jetzt 180 Gramm. Wiener Aufschnitt. Gut. Also alle Salami eigentlich, alle irgendwie so eine andere Wurst. Ja.
Jetzt haben wir noch Käse. Ja, so, wie heißt das hier? Saint Albert. Ja, auch reduziert. Genau. Dann habe ich hier Menstruationstee. Kräutertee. Ich bin hier eigentlich überhaupt kein Kräutertee-Fan, aber vielleicht hilft das ja so ein bisschen. Ja, ich versuche alles. Ich habe auch gesagt, andere Leute haben geschrieben, dass Ananasstückchen hilft, hilft, die Tage zu bekommen oder regelmäßiger. Ach, leck mich doch. Und das habe ich jetzt auch gekauft, also gestern ja, ne? Genau. Sonst, wo ist das andere? Ach, da. Bin ich ja zurzeit auf diesem Nussmus-Trip. Diese Mandelmus habe ich jetzt im Kühlschrank. Da habe ich ja, die habe ich halt euch noch nicht gezeigt, deswegen sage ich es euch jetzt noch nicht. Aber ich habe hier so einen von Rossmann Algenmarke Bio, ja, in der Bio Cashew-Mus. Es war, wie hat es gekostet? Zu viel natürlich. Und ich weiß es nicht, wie es schmeckt. Ist, glaube ich, ein bisschen süßer, kann das sein. Ja, probieren wir es einfach mal. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich habe nämlich auch ein Paket aufgegeben bei DM. Und da weiß ich nicht ganz genau, ob ich das auch dabei habe. Wenn ich es dabei habe, werde ich wieder zurückschicken, weil, ja, ist, ja, brauche ich nicht zweimal. Dann hatte ich noch hier Brötchen habe ich gekauft und einmal so Dinkel gepufft. Leute, die sind, ich glaube, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die jetzt hier gesünder sind als diese von Kellogg's oder, ich weiß das jetzt nicht, kann mir ja vorstellen, dass es ein bisschen gesünder ist, aber ja, ich habe die einfach mal gekauft. Kann man ja auch auf die, auf den Joghurt packen. Wird, glaube ich, auch ganz schmecken, ganz lecker schmecken. Oder halt, über Milch drauf, als Müsli, ne? Genau, aber jetzt werde ich erstmal frühstücken. Bis gleich. Hallöchen, meine Lieben. So, ist wieder nicht kein Tag später, keine Angst. Wir haben es immer noch Dienstag, Mittwoch besser gesagt. Weine ich? Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich aber abgeschminkt schon. Ich war doch noch mal kurz bei Lidl, weil ich noch was vergessen habe. Aber das war gar nicht das Problem. Und zwar, das andere ist, ich habe heute mir eine Jacke verkauft. Ich weiß, ich habe sie euch noch gar nicht gezeigt. Aber wer meinen Link hat für meinen, wie heißt es andere? eBay Kleinanzeigen und eBay Normal, der weiß, was ich verkaufe. Und genau. Und ich habe halt eine Jacke verkauft bei eBay Kleinanzeigen. Und die Dame meinte, dass sie jetzt zur Zeit nicht so viel Geld hat und sich gerne diese eine Jacke haben möchte, nur halt die Hälfte des Preises. Und ich dachte, ja, okay. Ja, muss halt der Versand dazu halt. Und deswegen war ich, okay, mache ich. Und da hat sie auch geschrieben, ja, also wenn in ein paar Monaten oder ein paar Wochen die andere Jacke, die mir, ja klar, sonst will ich sie nicht verkaufen oder weggeben, die auch noch da ist, dann würde sie die auch gerne kaufen. Ich bräuchte sie jetzt nicht extra reservieren. Wenn sie dann weg ist, ist sie weg. Und da habe ich dann gesagt, ja, dann packe ich sie einfach mit ins Paket. Und da hat sie sich sehr gefreut. Also eine habe ich verkauft für die Hälfte des Preises. Und das andere habe ich einfach dazu gepackt, also kostenlos. Ich dachte, mein Gott, mach mal eine Freude, ne? Da kam sie gar nicht mehr drüber hinweg, weil sie es so toll fand. Ja, mein Gott, man muss auch was Gutes für die Menschen tun. Ja, und deswegen hat sie jetzt zwei Jacken. Mir würde sie sowieso nicht stehen. Das ist eine von meiner Mutter, also 44, 46, also wird sowieso nicht klappen, ne? Genau. Jetzt machen wir hier schnell weiter, weil es kommt nämlich gerade Kati Winter. Das ist so ein True-Crime-Podcast, ist es nicht, auf Twitch. Genau, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen hier. Sonst komme ich ja gar nicht hinterher. Dann habe ich hier einmal sag mal schnell, Joghurt, mein Gott, das hab ich nie. Naja, dann habe ich hier so, ich habe ja die Tassimo und diesen Senseo und von daher habe ich hier von Tassimo mal so eine Latte Macchiato, Coffee, Nut, Latte,
Was habe ich hier noch? Einmal für den Vorrat Spaghetti mit Tomatensauce. Schmeckt ja auch nicht so schlecht. Dann hier so ein Bärlauchpesto. Pesto nicht. Antipasti. Mhm. Dann dreimal Reis. Zweimal mediterran. Die schmeckt sehr, sehr lecker und sehr, sehr intensiv. Auch wenn man es jetzt roh isst, also einfach so, ohne jetzt irgendwelche Soßen dazu, schmeckt es auch sehr, sehr lecker. Da hat es natürlich seinen Preis, muss man nicht. Aber ich habe jetzt immer zweimal mediterran und einmal so, ach ja, das ist anderes, griechischer irgendwas mit Erbsen, ganz bisschen immer nur, zum Glück. Ich bin ja gar kein Erbsen-Fan. Aber das schmeckt auch sehr lecker. Habe ich gestern, glaube ich, gegessen. Mhm. Was habe ich hier? Margarine nochmal vor den Vorrat. Dann Onkel Ben süß-sauer extra Gemüse. Eine war extra Ananas, aber nee, dann mache ich doch lieber Gemüse. Was habe ich hier? Genau. Abschminktücher. Oder Reinigungstücher. Man soll das ja nicht ins Gesicht schmieren. Also zumindest nicht als Reinigungstücher benutzen. Also hier nicht als Gesichtstücher, Abschminktücher benutzen. Aber ja, mache ich trotzdem. Für meine Haut. Ne? Und weiter geht's. Das war das schon Schluss gleich schon. Ne? Ach ja, die Maske. Genau. Das war's dann schon. Dann habe ich hier einmal ein Kokosgetränk. Ein Kokoskaffee soll das sein, glaube ich. Kaffeegetränk. Habe ich noch nie probiert. Ich probiere es dann mit euch zusammen. Schüttel ich mal. Okay, vielleicht ein bisschen lang warten. Okay, von außen riecht es ein Hauch von nach Kokos, natürlich, klar. Okay. Sehr süß. Sehr süß. Aber schmeckt interessant. Ja, gut. Dann habe ich zum Schluss noch eine Maske in Pink. Ich wollte mal eine andere Maske haben. Ich habe zwar noch ein paar hier rumliegen, aber die muss auch mal gewaschen werden. Und deswegen habe ich mal eine neue. Kindermaske ist es nicht, ne? Hey, Atemschutzmaske, ganz normal. Genau. Bei anderen war es noch in Schwarz und in Blau, aber dann möchte man ja mal Pink. Ob ich das jemals trage? Ja, doch, eigentlich schon. Meine Lieben, jetzt gucke ich das. Tati Winter.